Was geht ab, Freunde? Wir reagieren heute auf das neue Musikvideo von Shirin David zu Hose Up, Cheese Down, Freunde. Der Song ist schon seit Freitag draußen. Video heute hier Sonntag um 12 Uhr hochgeladen. Nicht wundern, das ist normalerweise noch nicht mal die Uhrzeit, wo ich aufstehe. Also ich bin ein bisschen müde, Freunde, aber ich glaube, da ja, können wir drüber hinwegschauen. Video soll ziemlich krass sein, habe ich mitbekommen. Also hat sie so gepostet, deswegen bin ich mal gespannt. Man sieht schon, Berlin ist am Start, Freunde. By the way, lasst gerne noch ein Abo da. Wir sind auf dem Weg, 5600 Abos, Freunde. Wäre nice, let's go. Ah, warte mal, das habe ich jetzt gar nicht, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Hat man auch gerade hier schon lesen können, Polizei löst Promi-Corona-Party auf. Da habe ich auch was mitbekommen, fragt mich nicht ganz genau, was da jetzt abging. Ich habe nur gestern irgendwie gesehen, dass es, oder gehört besser gesagt, dass es da irgendwie ein paar Anzeigen gegeben hat. So, hier steht auch 70 Leute in Villa in Westend, okay, Westend kenne ich jetzt so auch nicht, irgendwo wahrscheinlich dann in Berlin. Ja, also da haben scheinbar viele Leute eine Anzeige und so bekommen. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass die Polizei im Video zu sehen sein soll, irgendwie. Aber ob das stimmt, keine Ahnung, wir schauen mal. Okay. Das hier sieht schon mal aus wie, ihr kennt safe diesen Instagram-Filter, mit dem alles halt so, oder zum Beispiel jetzt nicht alles, ne, aber Gras oder Bäume oder Pflanzen, wie auch immer, ja, lila aussehen. Und so sieht das auch aus. Ist eine geile Idee, also sieht schon mal optisch nice aus, das Bild, auch wie sich das Ganze hier im Wasser spiegelt, ne, das sieht geil aus. Okay, auch cool von Young Mesh, der Beat scheinbar. Ja, auch geil, wie das so, wie das jetzt nicht dieses normale Producer-Tag ist, sondern sie das so mäßig nachmacht. Coole Idee. Ah, und Trudy ist auch mit dabei, ja. Also von Young Mesh und Trudy, was soll man dazu sagen, das sind wirklich mit die besten Produzenten in Deutschland, die es gibt. Okay, also erster Eindruck so an sich ist ein, ja, entspannter Song so, vom Beat her bis jetzt. Video, wie gesagt, finde ich, ist wirklich mega krass. Also sie hat es ja, wie gesagt, schon gepostet, auch heute. Die haben das auch vor 6 Stunden, also da muss ich auch sagen, Respekt, dass sie sich das trauen. Vor 6 Stunden saßen die da noch dran und haben das geschnitten. Und ja, weil, ich weiß nicht, aber oftmals, man hat irgendwie Probleme beim Rendern oder irgendwie irgendwas funktioniert nicht, irgendwelche Fehler drin, wie auch immer. Und dann ist es ein bisschen kritisch, wenn man dann so, ja, knapp vorher dran ist. Und bei sowas sind 6 Stunden jetzt nicht unbedingt viel Zeit, das muss man halt sagen, ja. Aber ansonsten optisch und so vom Video her, wie gesagt, sieht sehr hochwertig aus. Gefällt mir gut. Warte mal, war da schon die Polizei zu sehen? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Oder habe ich mich verschaut? Keine Ahnung. Flow her, auf jeden Fall der typische, ja doch, da sind sie zu sehen hier, genau. Flow, typisch Shirin David, arrogant, was soll man dazu sagen? Ist einfach nice. Also ich persönlich feiere eh die Lieder von ihr. Ich finde es trotzdem schade, muss ich an der Stelle sagen, dass wahrscheinlich niemals wieder was mit Shindy kommen wird, weil die würden halt einfach wegen dieser Arroganz einfach mega gut zusammenpassen. Was natürlich auch krass aussieht, ja, ist mit den ganzen Geldscheinen hier in diesem Pool. Sieht krass aus, was sind das alles für Scheine, keine Ahnung. Generell die Idee mit diesem Jetski so in diesem Pool ist auch sehr nice. Ja, also man hat eigentlich nur eine Hauptlocation, diese Villa mit dem Pool. Und abwechselnd sind halt Szenen innen und außen. Das ist eigentlich das Video. Aber das Video ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut, ehrlich. Was ich auch sagen muss, ne, man sieht ja, da sitzen wirklich relativ viele Leute. Was ich aber zum Beispiel daran nicht verstehe, wenn die da jetzt dafür eine Anzeige bekommen haben, zum Beispiel Mois wurde ja auch mal, also da kam ja auch mal bei Nice or Scheiß die Polizei und da meinte Mois irgendwie, dass es kein Problem ist, weil die das sozusagen ja ihre Arbeit ausführen. Und da ist es dann auch nicht so wichtig, ob da jetzt vielleicht eine Person mehr drin sitzt oder nicht. Also so hat er das erklärt, ja. Und in dem Fall sind das jetzt natürlich nochmal ein paar mehr Leute, denke ich mal. Wobei da auch bei Mois immer im Hintergrund ewig viele sitzen, so. Aber da verstehe ich dann gar nicht, wieso die da dann
so mäßig kein Problem bekommen haben, aber die jetzt dafür so, ja, keine Ahnung, Digga, Anzeigen, alles Mögliche bekommen haben. Also an sich natürlich mit Corona und so, man kann es verstehen, klar, aber wie gesagt, ich habe das jetzt so verstanden von Mois damals, da das halt denen ihre Arbeit ja sozusagen ist, die da ausführen, dass die dann sozusagen da ein bisschen Sonderrechte haben. Also zum Beispiel auch bei normalen Arbeiten so, da ist ja auch nicht so, dass da nur 5 Leute drin sein dürfen. So gewagt, dass ich mir Jugend frei. Badass Bitch, nenn mich nicht PewDiePie. Mein Outfit sagt den Boys, ihr müsst schon lange in der Schule sein. Game Shiggy, Babe. Was auch cool ist, dieser Würfel, den sie da die ganze Zeit in der Hand hat, dieser LED-Würfel, einfach weil der bisher wirklich jetzt in jeder Szene, glaube ich, innen, wobei nicht in jeder, aber am Anfang auch schon in mehreren drinnen war. By the way, was ich auch cool fand, war dieses Intro an sich, also diese Drohnenaufnahme, die man am Anfang halt gesehen hatte und dann dieser Typ, der da die Zeitung liest, diese generell Drohnenaufnahmen, die da noch kamen und so, sehr nice. Also wie gesagt, videomäßig, was soll man dazu sagen? Ich persönlich finde das bis jetzt eigentlich das beste Musikvideo von ihr. Ich fand auch das mit Haftbefehl war auch krass. Das von 1960, 111 war auch nicht schlecht. Das war auch ein krasses Video so. Aber da muss ich wirklich sagen, rein optisch mit den ganzen Farben und diesen, ja, von der Location her und so, finde ich dieses Video trotzdem nochmal besser. Game Shiggy, Babe, bomb, 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 B2K. Was auch eine geile Idee ist, ist wie halt hier so die Farben wechseln. Also zum Beispiel bei dem Drop dann hier, wo das halt auf Blau wechselt. Club, Booty, Star Design, Hair done, AIDS, it, lad dich auf die Party ein. Pack the Haut, schade, kein Haus, G's down, dickes Lied und alle schreien. Ansonsten Hook auf jeden Fall auch sehr gut davon. Wenn man mich jetzt fragen würde im Vergleich zu den anderen Songs, welcher mir am besten gefallen hat, dann weiß ich jetzt gar nicht genau, was ich sagen würde. Also ich fand bisher eigentlich die 3 Songs, die man jetzt in den letzten Wochen gehört hat, alle sehr gut. Es gab keinen, den ich jetzt irgendwie nicht so gut fand oder so, ne? Deswegen, welcher da jetzt im Endeffekt besser war oder schlechter, keine Ahnung. Okay, Digga, da ist ja mächtig was los. Wie viele sind denn da bitte gekommen? Okay, krass, also da waren der ein oder andere Polizist auf jeden Fall am Start. Digga, ich dachte gar nicht, dass es so viele waren, ja. Naja, das war's auf jeden Fall mit dem Song, Freunde. Schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.